Ist Ihrer kaiserlichen Majestät dieser Umstand bekannt? Nun, wir haben natürlich an dem Hofe mit vielen Adligen darüber gesprochen und Emer weiß von diesen Plänen. Und wie sieht euer Plan vor? Sollte der Feind davon erfahren und sich bequemen, zuerst euch zuzusetzen und danach Wehrheim weiterzuziehen? Ich möchte mich nicht zu der Arroganz hinreißen lassen und behaupten, dass diese Burg uneinnehmbar ist, doch sie ist schon ziemlich schwer zu nehmen. Und ich meine nicht, dass ein einfacher Rabenmund, so sehr doch kaiserliches Blut in unseren Linien fließt, der Mühe wert ist. Wenn doch Emer in Garethwald und wenn wir richtig informiert, nicht Gareth, in Wehrheimwald, mittlerweile ist sie ja verzogen, und wenn ich auch richtig informiert bin, dann wurde mir auch zugetragen, dass ihre Tochter in Gareth fehle. Kriegerisch wie sie ist, wird sie vermutlich auch in Wehrheim gastieren. Er steht uns nicht frei, über solcherlei Sachverhalte zu mutmaßen. Er versteht sich nicht angemessen. Nehmen wir an, dass sowohl Emer als auch Rohaya fallen würden, so wäre es doch nicht ganz so klug und weise, dass wir ein weiteres kaiserliches Blut dort in Wehrheim versammeln. In der Wir Tat. Hoffen natürlich, dass die Reichsregentin und ihre Tochter nicht fällt, aber ein weiterer von Rabenmund, der dort steht? Ihr versteht sicherlich, dass der Zweck unseres Besuches hier einzig und allein der Sorge Ihrer kaiserlichen Majestät für Ihre Untertanen entspringt. Wir sind nicht hier, um euch in irgendeiner Weise dazu zu bewegen, an der Schlacht teilzunehmen. Aber ihr mögt uns evakuieren, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Wir mögen zumindest, dass ihr dafür sorgt, dass eure wehrlosen Untergebenen evakuiert sind. Was Iro Hochwohlgeboren mit ihrer eigenen Streitmacht anzustellen gedenkt, ist nicht unser Belang. Nun, wir haben selbstverständlich einige Möglichkeiten in den Wutzenbacher Schwarzforsten, die uns zu... Nun ja, wenn denn wir wirklich angegriffen werden, dann könnten wir unser Volk dorthin und auch über den Gernat evakuieren. Wir haben natürlich viele befreundete Barone, die dann auch in Galvenstein oder noch etwas weiter nördlich in Brücksgau sitzen. Dorthin können wir also uns zurückziehen. Wenn dies eine machbare Planung ist, werden wir sicherlich damit zufrieden sein. Ich werfe meinen Blick zu meinen Kameraden. Das ist auf jeden Fall nett von euch. Kriegt mal so einen Daumen nach oben von mir. Aber wo ihr es doch bereits erwähnt, ihr habt als prominenter Vertreter der Familie Rabenmund selbstverständlich viele Freunde und Verwandte in diesen Landen. Das wäre uns und der Sache ihrer kaiserlichen Majestät eine große Hilfe, wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass ihr vor ihnen ein gutes Wort für uns einlegt. Ja, natürlich habe ich viele Freunde. Allerdings unterstützt mich nicht jeder. Es gibt einige, die mir die Kaiserkrone nicht gönnen und lieber auf anderen Bällen umherschreiten und stolzieren. Der Baron der Bohlenburg beispielsweise. Der Junker vom Hassloch. Und auch solche werden schon dazu gebracht werden, die Worte ihrer kaiserlichen Majestät in Folge zu leisten. Aber nichtsdestotrotz ist jeder, der bereitwillig geneigt ist, unsere Anordnung auszuführen, einer, den wir schneller abstreichen können und dadurch mehr Leute, die wir schneller aus der Partie evakuieren können. Möchtet ihr also so etwas wie ein Schreiben von mir haben oder was versucht ihr? Dies wäre
Eine probate Möglichkeit, ja. Nun, ich bin ein einfacher Burggraf, ihr seid Gaugrafen und damit meiner Macht zur Zeit überlegen. Und ich wäre doch ein Narr, würde ich nur mich auf die mir von der Kaiserin, der Reichsbüterin verliehene Macht stützen und die Belange der örtlichen Adligen ignorieren. Und ihr kennt das Land und seine Leute sicherlich sehr viel besser als wir alle zusammengenommen. Wie wäre es damit? Ich gebe euch ein Schreiben mit, was euch die Möglichkeit... Ich werde euch ein Schreiben für meine Familie mitgeben, für Bergard von Raben. Und ich vermute, dass ihr auch nach Ochsenweide vorstoßen werdet. Ein weiteres Schreiben, was ebenso sehr versiegelt ist, was ihr übergeben könntet. Was haltet ihr davon? Ihr überbringt ein Schreiben und bekommt ein zweites von mir, was euch sämtliche Unterstützung von mir zusagt. Falls ihr Querelen mit den Bregelsaums oder so etwas haben solltet oder mit den Mersings. Dies erscheint mir ein annehmbarer Tausch zu sein. Ausgezeichnet. Mir wurde bereits von, nun ja, meinem Vater und auch anderen berichtet, dass ihr sehr weise seid und von Hesinde geküsst. Dabei schaut er zu Abel mir und zu Isarun. Interessant. Ich hatte in Gareth ein Schreiben bekommen. War dies von euch? Ihr erinnert euch also. Natürlich. Dieses Schreiben war tatsächlich von mir. Was habt ihr euch davon erhofft? Nun, wir sehen uns jetzt hier, versammelt in meiner großen Halle. Und ich habe erkannt, dass euch viel Macht gegeben wird, dass ihr auch zukünftig mächtig bleiben werdet. Ich möchte mich einfach eurer Unterstützung versichern, dass wir hier nicht als Feinde voranschreiten, sondern als Freunde. Als Verbündete, nicht wahr? Als Freunde. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit wohl einige Verfehlungen gab mit einem meiner Ritter. Mir wurde wohl berichtet, dass Fräulein von Spogelsen, die Freifrau von Helmenport, nicht ganz so glücklich darüber war. Ja, es gab einige Querelen deswegen, aber ich denke, damit habt ihr sicherlich nichts zu tun. Nun. Freifrau von Spogelsen. Als so Zeichen, wurde das. Bitte? Als Zeichen meines guten Willens. Was gedenkt ihr mit Ritter Alvan zu tun? Ich persönlich? Nichts. Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns in persönlichen Konflikten zu ergehen. Immerhin geht es um das gesamte Reich. Ja, das ist eine sehr preisgefällige Antwort und ebenso sehr traviergefällig. Aber ich frage euch ein weiteres Mal, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit Ritter Alvan etwas anzustellen, damit eurer Schmach etwas Genüge getan wird, so hättet ihr die Möglichkeit. Das ist wirklich überaus großzügig, aber ich denke, das würde uns zu sehr in die Nähe eines gewissen Erzdämonen bringen. Das wollen wir doch alle nicht, nicht wahr? Das wollen wir alle nicht. Achtet bei diesen Worten mal vor allem auf die magische Rüstungsmagierin, Magier, der da steht. Ja, die wird wohl auch nur nicken, also das für gut befinden, dass hier jetzt keine Rache geübt wird. Alvan sieht wohl auch ein bisschen erleichtert aus. Hätte das aber so hingenommen, wenn du etwas entschieden hättest. Also gut, dann wollen wir uns nicht der schieren Rache hingeben, denn dies ist doch nicht allzu sehr preisgefällig, sondern verbünden uns zur Freundschaft, auf das etwas, nun ja, Stärkeres daraus entsteht. Das erscheint mir sinnvoll. Ich hoffe, in diesem Schreiben, das wir bringen sollen, ist nichts, was uns, nun ja, in unserer Rolle als Gaugraf desavouieren würde, nicht wahr?
Also. Nein, selbstverständlich nicht. Ich würde euch nichts in die Hand geben, was euch gefährden könnte. Das tun Freunde nicht. Das wollte ich hören. Nun dann, wie ist es hier im Mittelreich? Wie schließt man einen solch einen wertvollen Moment für das Mittelreich ab? Hier in Dapatien sind wir sehr Travia-gläubig, also lade ich euch ein, in meiner Burg weiter zu verweilen, die Nacht hier zu verbringen, wenn ihr mögt, und dann gestärkt am nächsten Morgen weiter aufzubrechen, um Kaugraf zu spielen. Spielen? Ich glaube, das ist das falsche Wort. Wir sind eingesetzt als Gaugraf. Vielleicht für eine gewisse Zeit, aber wir nehmen unser Amt sehr ernst. Aber lassen wir das. Ja, also wie gesagt, ihr seid eingeladen, die Nacht hier bei mir zu verbringen, bei uns, und etwas von den hervorragenden Speisen zu genießen, die uns bereitet werden. Ein bisschen Wein, ein bisschen Bier. Während dies, Travia sei Dank, ein sehr großzügiges Angebot ist, fürchte ich, wir müssen alsbald wieder den Rückweg antreten. Es gibt schließlich noch viele Orte, die ebenfalls die Anordnung ihrer kaiserlichen Majestät erfahren müssen. So sei es. Dann möchte ich euch nicht weiter behelligen oder eure Zeit stehlen. Ich werde die Briefe für euch anfertigen, die euch sowohl meinen guten Willen mit auf den Weg geben, als auch, wie gesagt, einen weiteren Brief für meinen Verwandten Bergart. Dann, nun, bleibt doch gerne hier, trinkt noch etwas Wein oder Bier und ich werde die Briefe gemeinsam mit Barnhelm anfertigen. Ja, damit geht Answin gemeinsam mit seinem Vater heraus und ihr bleibt zusammen mit Cordovan von Sturmfels, dem Burghauptmann, Syrinia von Fuchsheldram und Alvan und Rayanda stehen. Alvan! Würdet ihr mir nicht folgen? Ich habe heute noch gar nicht meine chortätigen Übungen ausgeführt. Ihr scheint mir doch ein gar wahrer Rittersmann zu sein. Euch würde doch bestimmt eine gar chorgefällige Prügelei zusagen, oder nicht? Nun, mein Herr, mir steht das doch eher mit Mutter Rondra und weniger mit Sonkor. Wir können auch nach der Mutter Rondra streiten, wenn euch das vorliebt. Ich meine, ihr seid ja immer ein Ritter, ein wahrer Mann seines Wortes, ein wahrer Mann des Kampfes. So eine Herausforderung lehnt ihr doch nicht ab. Wenn ihr mich fordert, dann obliegt mir die Wahl der Waffen, aber ja, ich nehme diese Herausforderung an. Ach, die Wahl der Waffen. Ich wollte gar nicht mit Waffen kämpfen. Wir sind ja noch, heute müssen wir wieder aufbrechen. Nur ein, zwei Schläge, wie bei den Gemeinen gar. Wisst ihr? An was habt ihr gedacht, wenn ihr nicht an Waffen gedacht habt? Die Fäuste. Wisst ihr? Einfach. Simpel. Vielleicht weniger Rondra gefällig, aber der ritterliche Ringkampf, was haltet ihr davon? Das klingt doch sehr schön. Also gut. Ich kann nicht die Scheiße ringen, aber egal. Schaut doch nochmal Isarun an und legt sich dann seine Handschuhe ab, wird die dann zusammenlegen und kann dann gemeinsam mit Rafim nach draußen gehen. Alle durch ran, Rafim, ich lasse schon mal die Pferde satteln. Ja. Immer geht mit. Ich will das sehen. Boah, Rafim kann zwar nicht ringen, aber ist egal, wir probieren das. Ich schüttel den Kopf. Bleib mal lieber in der Nähe von Isarun, wer weiß, was passiert. Ja, ich scheuche die Söldner auf, sie sollen die Pferde satteln, dann sehe ich zu, dass ich da auch hinkomme und das miterleben kann. Ja, ihr dürft mal Sinnenschärfe würfeln. Vor allem erstmal auf das Gehör. Um dann danach eure Blicke dorthin zu richten. Warum bin ich in Sinnschärfe immer der Schlechteste? Guck dir Rafim an, ich habe noch 3 Punkte weniger. Wenn sich die Tür öffnet und ihr dann gemeinsam mit Alvan heraustretet, könnt ihr dann ein paar Schritte hören auf dem Flur. Und wenn ihr euch dann dorthin richtet, vor allem weil sich die Schritte auch beschleunigen, habt ihr kurz das Gefühl, einen flatternden Umhang zu sehen, der sich dort dann in eine der Türen drückt.
Und der Umhang, den erkennt ihr. Ein Berg darauf, ein Löwe. Zumindest für einen kurzen Augenblick hattet ihr das Gefühl, den Hinterkopf von Leoma Alderich Siegeswild vom Berg zu erkennen. Hat Rafim gerade was zu trinken in der Hand? Immer. Also zumindest am Gürtel. Gürtel ist ja egal. Ja, vielleicht habt ihr euch auch nur getäuscht. Karina? Ja? Sehe ich Gespenster? Nein. Wir sollten das nicht hier besprechen. Passt auf euren Rücken auf. Rafim, vorwärts. Wir wollen heute noch fort. Ja, natürlich, natürlich. Ja, so könnt ihr euch dann so einen kleinen Unterstand suchen, sodass ihr dann nicht ganz im Regen trainieren müsst. Und das Ringen beginnt, sodass ihr dann einen kleinen Schritt umeinander herum tänzelt, mit den Fingern herumspielt. Würfel doch mal. Ja, machen wir einfach mal eine Ringprobe im Angriff. Ich mach mal gerade kurz eine Initiative für ihn. Ja. Warte, Initiative. Dann bin ich auf der 17. Auf der 19, du fängst an, beziehungsweise ich muss anfangen. Dann, ja, was macht er? Ja, ich ring einfach mal. Ganz normaler Ringangriff. Nicht geschafft, greif daneben. Kannst du einfach weg. Schlagen. Ja, Rafim versucht erstmal auch gegen ihn zu ringen. Schaut sich mal an, ob er das noch kann. Aber er ist schlecht darin. War er schon immer. Er versucht es aber einfach nochmal. Was soll der Geiz? Da kennt er nichts. Schafft es aber auch in zweitem Angriff nichts zu reißen. Mhm, gut, dann möchte ich auch umwandeln und zweimal zugreifen. Ja. Der erste? Schaffe ich nicht. Ja, meiner ist denn jetzt ja... Nee, er ist nicht um 4 erschwert, ne? Umwandeln. Der erste nicht. Nee, genau. Wir haben die nächste Kampfrunde schon. Du hast ja zweimal angegriffen. Ja, ich greife auf jeden Fall einmal an. Ja, dann hast du ihn jetzt zumindest... Er versucht immer so ein bisschen nach dir zu greifen. Du kannst dann immer seine Hände wegschlagen und dann hast du ihn plötzlich an seinem Handgelenk gegriffen. Ja, ich werfe ihn mal in Richtung Boden. Kann sich vermutlich noch fangen. Also, wenn ich das jetzt so chorgefällig sehe, ihn wird spontan mit drauf und fett in die Schnauze zu hauen, ist nicht schlimm, oder? Er kann ja auch noch parieren und das würde er... Kann er nicht, richtig, genau, er darf nicht, er hat hier umgewandelt. Ich glaube... Also erstmal fliegt er jetzt hin, noch habe ich ihn ja nicht gehauen. Man muss ja nur sich seine Möglichkeiten... Ja, du hast ihn jetzt im Ring, ne? Du drückst ein bisschen zu und hast jetzt so seine Hand zumindest in der Hand und er verzappelt da so ein bisschen rum und kannst so ein bisschen zudrücken und ihm dann den Daumen nach hinten drehen und so. Es tut natürlich schmerzhaft weh, aber auf dem Boden liegt er jetzt noch nicht. Parieren darf er doch, ist doch nächste Runde. Nee, er hat jetzt ja zweimal Angriffe angesagt, das zweite ist jetzt ein Angriff. Er hat die angesagt. Genau. Pariere das ohne Problem. Ja, wie geht's weiter? Ja, er ist dran. Mhm. Nächste Kampfrunde. Er versucht sich aus dem Ringkampf zu lösen. Und das würde er wohl gelingen. Also, möchte er von mir wegtreten oder was tut er? Nee, er versucht jetzt, also wie gesagt, ihr haltet euch jetzt gegenseitig an den Händen und er versucht jetzt seinerseits dann seinen Arm um dein Handgelenk zu bekommen, dreht sich da so ein bisschen und das würde jetzt auch gelingen, wenn du jetzt nicht deine Hand... wieder so ein bisschen. Rafim dreht seine Hand gegen. Gutes Manöver. Ich habe schon lange nicht mehr gerungen, müsst ihr wissen. Ja, er fängt auch an zu schwitzen. Alleine gegen deine Kuh, gegen deine pure Körperkraft und auch gegen die Größe. Ja, Rafim versucht jetzt auch mal ihn noch ein bisschen den Daumen weiter nach hinten zu drücken. Ja, sehr schmerzhaft. Ja. Schauen wir mal nach, ob er das noch parieren kann. Und das gelingt ihm, kann er den Daumen, du hast ihn zwar noch, aber versucht ihn wieder so ein bisschen zurückzuklappen. Und so geht das Spielchen, tänzelt ein bisschen rum, dreht euch dann wieder im Inneren dieses Innenhofes unter dem Unterstand, neben euch regnet das weiter. Dann könnt ihr sehen, wie Answin gerade wieder zurückkommt. Hat wohl zwei Briefe, jeweils gesiegelt, in der Hand und schwenkt die so ein bisschen, damit das Siegel dann trocknet, was da den Wachsstempel auch schon hat. Ja, Rafim, mein letztes Mal. Ja. Ich warte mal. Ja, ich sag eine Handkante, Schwert um 4 an. Ist vor allem raufen, aber das ist Rafim herzlich. Haus ihm jetzt schön deine
Ja. Deine Hand in die Schulter, das ist ihm unangenehm und blockiert er, pariert er weg und dreht deine Hand dann, lässt dann einfach abgleiten. Ah, ihr seid fähig. Gut. Nächstes Mal mit dem Schwert, wenn ihr mich fordert. Ich freue mich schon. Wir sehen uns wieder, das kann ich euch versprechen. Ja, davon gehe ich auch aus, aber ich werde nicht den Fehler tun, dass ich gegen dieses zweihändige Säbelschwert aus Halanfra kämpfe. Hab gesehen, wie ihr den Hochkönig in die Bewusstlosigkeit getrieben habt. Estrasir sagt das so. Das war doch eigentlich ein ganz nettes Stößchen. Wisst ihr? Ein kleiner Stoß war es. Wieso, ihr kämpft mit dem... Ach ja, mit diesem Stocher da, richtig, ich erinnere mich. Nun, auch als Ritter vermag ich es, mit dem Schwert umzugehen, aber ja, ich kann auch mit dem Degen, mit der Fechtkunst einiges bewerkstelligen. Ich bin mir sicher, wir sehen uns nochmal wieder und ich hau ihm mal so auf den Rücken. Ja, wir sehen uns nochmal wieder. Tau mir doch nochmal so einen halben Schritt nach vorne, kann sich dann abfangen. Ja, ja. Eine weitere Sinnenschärfeprobe bitte. Sie ist dieses Mal erschwert um 12. Göttergefällige 12 Punkte. Sicht. Kann ich die überhaupt würfeln, wenn ich das beim letzten Mal verkackt habe? Ja, das ist jetzt eine andere. Was müsste ich denn würfeln, um... Oh, nee, das schippe ich nicht. Ich schaue mir meinen Handabdruck auf dem Rücken von dem Herrn an. Immer gibt man 4 ASP aus, die man zwar nicht rein regenerieren kann wieder, aber die jetzt trotzdem ausgibt, dann ist eine Probe gelungen. Gut, dann könntet ihr euch wieder verabschieden. Die Pferde werden euch wieder gereicht, es sei denn, ihr wollt noch etwas hier ja, machen, irgendwie. Wir nehmen natürlich die Briefe mit. Genau. Ich hoffe, das ist klar. Nee, ich habe nichts mehr vor. Ihr noch? Nein. Ich weiß nicht. Nichts, was helfen würde, auf jeden Fall. Bis wir dann so 50 Meter vor am Tor sind. Isarun reitet mal neben Rafim und klopft ihm herzlich auf die Schulter. Drückt ihm dann wortlos so einen kleinen Edelsteinanhänger in die Hand. Karneol mit dem Zeichen des Boron. Habt ihr euch verdient. Dann geht man neben Jalan und ist jetzt gerade jemand in der Nähe? Kann man einfach mal kurz mit ihm sprechen, ohne dass es jemand tut, außer der Gruppe anscheinend? Also wenn ihr wieder rausreitet und dann bei Burg Rabenmund nichts mehr machen möchtet, ja klar, dann könnt ihr über die Brücke reiten. Die Wächter verschließen dann wieder das eiserne Tor neben euch und dann reitet ihr auf der Straße in der Einsamkeit, nur noch der Regen über euch. Der Regen hört natürlich zu. Ja, ja, dann, ich hab da... Über den Ringkampf. Also, ja. Das kam mir so vor, als wenn da irgend so jemand zugeschaut hätte. Ich bin nicht ganz sicher. Sah ein bisschen weiblich aus, das Gesicht oben am Fenster. Hatte ein Auge weniger und ziemlich viele Narben. Kam im... Ich weiß nicht genau, ob das Lutisana war. Vielleicht bin ich auch irgendwie... Hat die ein Auge weniger? Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Und ja. Ein ziemlich fanatisches Gesicht? Ja, dann könnte es gewesen sein. Und ist sie da auch. Der wahnsinnige irre Leoma hat sie also tatsächlich befreit. Hierher gebracht. Natürlich hat er sie hierher gebracht, weil denn sonst? Und jetzt? Nun, dass wir nicht sonst auf die Hilfe von diesen Leuten hier verlassen können oder ihnen gar vertrauen können, ist bedenklich offensichtlich. Was passiert, wenn sie nicht der Amboss sind oder der Hammer sind, sondern die Verstärkung? Dafür ist er zu feige. Aber er wird, du hast ihm dazugehört, er wird darauf warten, dass die Sache auf dem Mithraelsfeld schief geht. Und dann nach Gareth marschieren und sich zum Kaiser krönen lassen. Zumindest stellt er sich das bestimmt so vor. Oder er wird, wenn die Schlacht gewonnen wird, nach Werheim reiten und versuchen, die werte Reichsregentin zu beenden. Ihr könntet euch auch zum Helden küren. Nehmen wir einmal an, beide Seiten löschen sich fast aus. Dann kommt Answin mit seinem frischen Heer, zerschlägt die schwarzen Horden und er ist der Held der Stunde. Den Thronanspruch hat er sowieso.
Und Leomar wäre dann auch wieder, wie sagt man dazu, renoviert? Also auf jeden Fall wieder gesellschaftsfähig, wenn er da als Held mit auftaucht. Er kann eigentlich nur mal gewinnen. Ja, es war eigentlich schon offensichtlich, als diese Schleimschnecke gegen die Raffin gekämpft hat, dort war, dass wir von ihnen nichts erwarten können. Ich muss gestehen, ich habe den Drang, heute Nacht da einzubrechen und dort die Sauna abzustechen. Oh, das könnt ihr? Immer schaut und grinst. Habe ich euch jemals von Boron erzählt? Nee. Doch, das war doch die Sache, wo ihr diesen Mann beim Baden getötet habt. Selbes Prinzip. Nun ja, das war ein Paktierer, nicht wahr? So wie ihr es erzählt habt. Und sie ist eine Reichsverräterin. Glaubt ihr wirklich, dass das eine gute Idee wäre? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Und nun, wenn wir Glück haben, vielleicht kauft uns diese Burg ein, zwei Tage, in denen der schwarze Drache beschäftigt ist, bevor ein Wehrheim ankommt. Verdienten hätten sie's. Wir müssen Wehrheim warnen. Ich will ein Bett, ich fühle mich so schlecht. Wir haben noch einen weiten Riff vor uns. Warte, hier. Und Rafim holt wieder eine Flasche Schnaps raus und drückt sie dir in die Hand. Das hilft. Alles klar. Ich nehme einen kräftigen Schluck. Ist oft nicht so viel, dass ihr vom Pferd fallt. Aber dann okay, ist doch jetzt lustig. Irgendwann nimmt nur einen tiefen Schluck und packt die Flasche dann zu und tut sie in die Satteltasche. Danke, danke. Was planen wir jetzt eigentlich mit diesem Brief, den wir bekommen haben? Ich denke nicht, dass wir ihn abgeben werden, oder? Das werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind. Ich werde mich nicht von Answin van Remmund und auch noch dem Jüngeren, was das angeht, als Botenjunge missbrauchen lassen. Aber ihr habt doch schon angenommen. Exakt dies. Vielleicht wird der Brief versehentlich im Graben landen. Sagt er nicht, ich würde den Brief sicher anbringen.